Und da sind wir wieder zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Minute Cap. Ich war zuletzt auf dem Weg, das preisgekrönte Schwert ins Schloss zu bringen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, in welche Richtung es zum Schloss geht. Also die Richtung hier ist es schon mal nicht. Auch gut. Ich schätze, ich muss... Oh, hier ist ein Durchgang. Ich glaube, hier muss ich lang. Ja, sieht sehr verdächtig nach dem Schloss aus. Was gibt's zu sagen? Willkommen auf Schloss Hyrule. Jo, dankeschön. Also protzig hier, so groß und protzig. Das Schwert des Albrecht, der Minister, wartet euch am Schlosseingang. Tut er das? Dann sollten wir ihn vielleicht nicht warten lassen. Das scheint der Minister zu sein. Ah, Link! Du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Link. Das Fest war toll, nicht? Ja. Da du schon hier bist, Link, bleib doch zur Siegerehrung. Kann ich machen? Ein leuchtendes Schwert. Eine Sänfte durch die Gegend getragen und einfach fallen gelassen. Link, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es Schwert der Minutes. Es versiegelt eine Kiste, angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minutes ist ein heiliges Schwert. Die Minutes übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Na, das nenne ich meine Ehre. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger Fati möge hervortreten. Bin schon mal gespannt, wie er... Okay. Seine düstere Erscheinung gefällt mir gar nicht. Und er lacht. Und das nicht gerade freundlich. Ha, ha, ha. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minutes und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Oh, oh, das hört sich nicht gut an. Oh mein Gott. Er ist definitiv böse. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minutes und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh! Er scheint mir sehr übermächtig. Oh mein Gott, er hat das Schwert geschrottet. Die Kiste ge... Oh! Eine ganze Invasion von Monstern. Sie ist weg. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Oh mein Gott, ich lasse nicht zu, dass du selber etwas tust. Durch meinen Fluch werde zu Stein. Nein, ich verhindere es. Oh nein. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste. Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Er hat sich aufgelöst. Und ich wache in einem Bett auf.
mal wieder und schlafe und wache ich auch wieder auf. Ich bin wach. Oh mein Gott. Was ist passiert? Mein Kopf, es dreht sich alles. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass dieser Bösewicht, der sich Fati nennt, der hat irgendwie eine Energiekugel auf uns abgeschossen und ich weiß nicht, hat er mich getroffen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich muss wohl ohnmächtig geworden sein. Was ist nur passiert? Da bin ich aber froh, du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Albrecht ist mein König. Was? Albrecht? Mein Großvater ist hier? Was hat das zu bedeuten? Wenn mein Großvater hier ist, muss irgendwas passiert sein, irgendwas Schlimmes. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Großvater! Oh, Link, du bist wieder wach. Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen, hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Fati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, können wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Die Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Teloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenführen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Oh, wenn das so ist... Link, du könntest doch gehen. Link, wenn du bereit bist, möchte ich dich darum bitten. Bitte, befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Zerbrochenes Schwert erhalten. Ich weiß zwar nicht, was ich mit einem zerbrochenen Schwert anfangen soll. Oh, ist okay, ich werde es für irgendwas brauchen. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Okay. Schwert des Albrecht erhalten, das Wunderwerk deines Großvaters. Ich habe das Schwert von meinem Großvater erhalten. Das ist cool, jetzt kann ich mich verteidigen. Gut, Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Fati. Das war eine klare Ansage. Tief im Teloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Gehe also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Eine Karte von Hyrule erhalten. Damit verläufst du dich nicht. Gut zu wissen. Eine Karte kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Der Wald befindet sich einen Anschein nach da unten in der Ecke. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Also Link, brich den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Na, aber auf jeden Fall. Der Fluch des Hexenmeisters ließ sie mit offenen Augen versteinern. Wir müssen ihr schnell helfen. Und ich werde ihr schnell helfen. Keine Sorge, Zelda, ich werde dich retten. Dein Held ist schon unterwegs. Ich sollte jetzt gehen. Auf jeden Fall. Es
ist meine Pflicht. Mich erwartet ein großes Abenteuer. Ich bin schon sehr gespannt, was mich auf meiner Reise widerfahren wird. Erstmal gucken, wo hier der Ausgang ist. Das Schloss ist so riesig. Und überall sind Wachen. Ich glaube, hier geht's raus. Yeah. Die Wachen stehen hier alle so rum. Das ist natürlich gut. Sehr gut. Stehen sie nicht immer überall rum? So. Wir haben das Schloss verlassen. Und, oh. Wir werden auch schon prompt begrüßt von einem... Ah! Aua! Von einem Bewohner. Der hier so rumkreucht. Könnte Rubine halten. Kleine Waffen. Rubine sind immer gut. Schauen wir mal, wo wir hier langkommen. Ein Vogel, der ist aggressiv und greift mich an. Verdammt. Gucken, ob sich hier unter den Sträuchern... Oh. Mensch, die kommen ja auch wie aus dem Nichts, diese blöden Vögel. Schweinerei. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Hui. Was ist das? Hier weg. Vielleicht hier lang? London Farm. London Farm? Uah! Wer sind die denn? Die mich erschreckt. Und die auch. Nimm das! Uah! Das, oh, das Gebiet scheint hier ja ziemlich überwacht zu sein. Ich habe das Gefühl, ich werde später nochmal hier aufkreuzen müssen. Da ist ein Wirbelsturm, aber ich glaube nicht, dass ich damit jetzt schon was anfangen kann. Was sollte ich damit wohl warten? Dim, 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 dim. Oh, diese Musik ist einfach epic. Oh, da ist eine Brücke. Sie sieht so aus, als wenn sie in den Wald führen könnte. Ich sollte sie vielleicht benutzen. Mal schauen. Oh. Und das stimmt sogar. Wir befinden uns im Toloria-Wald. Der... Noch sieht der friedlich aus. Aber wer weiß für wie lange. Immer schön hier alles kaputt schnetzeln. Man weiß ja nie, was hier sich befindet. Ich würde sagen, kein... Oh, aua! Kein Durchgang. Und ich renne auch noch gegen. Ach, diese kleinen Viecher, die schmeißen hier die ganze Zeit mit ihren Steinen rum. Ich würde sagen, da geht's nicht durch. Da geht's nicht durch. Nichts hier. Das ist sehr schade. Also im Moment habe ich irgendwie noch nichts was gefunden. Aber es muss ja nichts heißen. Der Wald scheint ja nicht sehr klein zu sein. Oh, was ist das denn? Grüner Knubbel. Oh, jetzt wird es auch noch neblig. Ich würde sagen, hier komme ich nicht lang. Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, wenn ich da drüber laufe, dann saufe ich ein bisschen ab. Glaube ich zumindest. Ja, ein bisschen. Ich sollte es vielleicht nicht nochmal ausprobieren. Es ist so nebelig. Verdammt nochmal. Noch mehr grüne Knubbel. Geht weg. Sie knurrt schon so komisch. Mensch, hier sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Ich würde aber auch sagen, wir werden den Wald
im nächsten Part weiter erkunden. Mal sehen, was mich hier noch so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.